So, ich bin zurück aus Indien, noch etwas im Jetlag, weil jetzt ist es dann bald 7 Uhr abends, aber in Indien wäre es jetzt schon 1, 2, 3, 4, schon 11:30 Uhr. Und dementsprechend fühle ich mich auch noch etwas wie 11:30 Uhr in der Nacht. Aber nichtsdestotrotz möchte ich dieses Video machen, weil es mir wichtig ist, über den Neuanfang zu sprechen. Ja, kein Tag ohne Neuanfang. Jeder Morgen ist ein Neuanfang. Jeder Atemzug ist was Neues. Jede Begegnung, die man am Tag hat, ist was Neues. Also sind wir uns eigentlich Neuanfänge gewohnt? Nur es gibt Neuanfänge, die trauen wir uns zu, zum Beispiel jeden Morgen frisch aufzustehen. Und es gibt Neuanfänge, da zögern wir etwas, weil wir gar nicht richtig wissen, ob wir das schaffen werden. Das könnte zum Beispiel sein, eine Partnerschaft beenden, die nicht mehr funktioniert, oder eine neue Partnerschaft starten, wenn man jemanden kennengelernt hat. Es könnte aber auch sein, sich dazu entschließen, eine Familie zu gründen. Es könnte auch sein, einen neuen Beruf auszuüben, nochmal neu zu starten in einem neuen Beruf oder in eine Selbstständigkeit, auswandern, ein Wohnungswechsel. Das sind so die großen Neuanfänge im Leben. Und da, wo ein Neuanfang ist, ist natürlich auch Unsicherheit. Die Unsicherheit gibt es zum Neuanfang quasi mit dazu. Das ist so wie Nebenprodukt, weil es kommt ja was, was man nicht kennt. Ich benutze da gerne das Bild von zwei Stühlen. Der alte Stuhl steht für deine jetzige Situation, da wo du jetzt bist. Gehen wir mal vom Beruf aus. Das ist so, du sitzt da auf diesem Stuhl und er ist nicht mehr so ganz bequem, aber er ist auch irgendwie eingesessen. Man weiß, wie er funktioniert, man weiß, wie er wackelt, man weiß, wie stabil er ist. Man kann sich einfach fallen lassen in den Stuhl, weil man weiß, was einem erwartet. Beim neuen Stuhl, beim Neuanfang, der noch etwas weiter weg ist, da weiß man das nicht. Man hat keine Ahnung, ob dieser Stuhl dann auch wirklich passen wird oder ob er sich genauso anfühlt, wie ich das mir jetzt vorstelle von diesem Stuhl aus. Ich weiß auch nicht, ob das dann der richtige Stuhl sein wird. Es kann auch sein, dass es mir dann da gar nicht so wohl ist und dass ich hier etwas aufgebe. Das sind zum Beispiel so Zweifel, die kommen. Da ist es nicht einfach, sich dann für das Neue zu entscheiden, weil das Alte ist ja auch nicht so schlecht. Es ist zwar nicht mehr so prickelnd, aber irgendwie kennt man es halt. Und auch das ist ein Wert, der Sicherheit gibt. Um da Klarheit hineinzubekommen, nutze ich zum Beispiel in meinen Coachings eine wichtige Frage. Wenn du also so an einem Neuanfang stehst, zum Beispiel jetzt nehmen wir an beruflich, dann kannst du dir die Frage stellen, wo stehe ich, wenn ich in einem Jahr noch in diesem Beruf bin? Und dann schließt du deine Augen und dann stellst du dir das ganz lebendig vor, wie du dich dann fühlst. Ist das leicht? Ist das schwer? Ist das drückend? Macht dir das Freude oder nicht? Oder ist das sehr beengend und auch etwas abgestanden, etwas sinnlos? Und dann fragst du dich, wo stehe ich in einem Jahr, wenn ich was Neues wage? Und auch da schaust du intuitiv rein und spürst rein, macht mich das leicht? Ist das befreiend oder ist das beängstigend? Ist das eine blockierende Situation oder ist das eine Situation, die Wasser auf meine inneren Mühlen bringt oder in mein Leben in Schwung bringt? Und dann entscheidest du dich danach, wo du dich jetzt wirklich in einem Jahr wohler fühlst. Nicht jetzt, sondern in einem Jahr. Fühlst du dich in einem Jahr wohler, wenn du noch da bist, wo du jetzt bist? Oder sagst du, nein, das geht gar nicht mehr, alles ist besser als das? Dann musst du dich auf den Weg machen. Und so ein Neuanfang ist ja auch schön. Sind Zeiten, in denen wir viel mehr mit uns selber in Kontakt sind. Wir können uns neu kennenlernen. Wenn alles so seinen geregelten Lauf nimmt, Schritt für Schritt, Stück für Stück, dann geht eigentlich das Leben einfach so vorbei und man läuft Gefahr, es gar nicht mehr richtig zu spüren, sich selber nicht mehr richtig zu spüren.
In einem Neuanfang ist das anders. In einem Neuanfang bist du ganz wach, weil da ist ja auch immer diese Unsicherheit und die macht dich ein Stück auch wach. Da muss man kreativ sein, da muss man mutig sein, da kann man seiner Inspiration folgen. Man kann etwas Neues schaffen und etwas Neues schaffen ist etwas, was einem ganz viel gibt. Man lernt sich selber dabei auch neu kennen. Man entdeckt neue Seiten an einem, man schafft vielleicht mehr, als man gedacht hätte und kann dann auch stolz auf sich sein, auf das, was man geschafft hat. Wenn es dir jetzt da, wo du persönlich stehst, nicht gut geht, wenn es dir nicht mehr passt und wenn du eigentlich weißt, dass du da keine Zufriedenheit mehr findest, dann plädiere ich dafür, mach was Neues. Mach dich auf die Suche. Als ich zum Beispiel in meinem Job als Krankenschwester wusste, es ist Zeit zu wechseln, ich werde hier nicht mehr glücklich sein, da habe ich mir ein Jahr Zeit gegeben und habe in diesem Jahr ganz viele verschiedene Berufe angeschaut und bin an diese Infoveranstaltungen, Infoabende gegangen von vier ganz verschiedenen Richtungen und habe da reingespürt, passe ich dahin, will ich dahin, ist das meine Zukunft oder nicht. Und ich habe mir bewusst ein Jahr gegeben, weil ich wusste, das braucht Zeit. Und ich habe dieses Jahr dem gewidmet. Und so wurde ich nachher Kindergärtnerin. Und das war eine sehr, sehr gute Entscheidung für mich, weil als Kindergärtnerin konnte ich viel kreativer sein als zum Beispiel als Krankenschwester vorher. Und kreativ sein ist etwas, was mir persönlich sehr wichtig ist. Was ich gemacht habe damals, ist, ich habe gewechselt, bevor ich ausgepowert war. Bevor ich wirklich den Anschiss hatte, auf Deutsch gesagt, zur Arbeit zu gehen, sondern dann, wenn es noch okay war. Und ich habe auch jetzt wieder so einen Neuanfang vor mir. Vielleicht hast du schon mitbekommen, dass ich die Integralausbildung, die ich ja gebe, zum letzten Mal durchführen werde. Also ich werde da auch was Neues kreieren, was ich jetzt aber noch nicht konkret weiß, was das sein wird. Aber ich habe gemerkt, es ist jetzt Zeit. Ich werde die letzte Integralausbildung starten am 9.10. Februar und werde sie nochmals mit voller Freude geben können, weil ich ja sie eigentlich gerne gebe. Ich habe nur gemerkt, dass es jetzt wirklich Zeit ist für einen Wechsel und Zeit ist für was Neues. Und dieser Intuition, diesem Wissen, das ich habe, dem vertraue ich. Und deshalb gehe ich diesen Weg. Auch die Workshops, diese 3-Stunden-Workshops werde ich nicht mehr machen und ich werde dann einfach sehen, was nachher kommt. Also du siehst, ich erzähle dir hier nichts, was mich selber nichts angeht, sondern ich stehe selber jetzt gerade mitten in einem solchen Prozess. Und natürlich gibt es da Stimmen in mir, die sagen, oh mein Gott, wie werde ich dann mein Geld verdienen? Oder oh mein Gott, vielleicht ist das ja ein Fehler und vielleicht sollte ich das weitermachen, aber ganz klar, wenn ich sehe in einem Jahr, wo ich stehe, wenn ich so weitermache oder wo ich stehe, wenn ich jetzt diesen Wechsel wage, dann leuchtet das Neue viel mehr. Es strahlt viel mehr und es wird mir Freude bereiten, das weiß ich jetzt schon und dem vertraue ich. Und diese Übung, die kannst du gerne mitnehmen und für dich ausprobieren. Und wenn du noch Unterstützung brauchst, wie gesagt, es gibt noch eine Integralausbildung und die startet bald, das geht nicht mehr lange. Und wenn du da noch dabei sein möchtest, dann melde dich doch einfach gleich an. In der Integralausbildung geht es ja darum, genau diese Techniken, die ich unterrichte, anzuwenden, um in deinem Neuanfang voranzukommen, um diese Zweifel, um diese Unsicherheiten zu lösen. Genau das mache ich bei mir jetzt auch. Und geht das immer einfach? Nein. Gelingt es immer so wie von mit Zauberhand? Nein. Aber mit den Techniken von Matrix Life wird es dir gelingen über die Zeit. Schritt für Schritt für Schritt. Du matrixst ein Thema nach dem anderen und bringst etwas in deinem Leben, was ich ein positives Ich-Gefühl nenne, wo du innerlich stabiler bist, wo du mehr in deiner Kraft bist, wo du auch mehr Gelassenheit hast. Und dann so den Mut entwickelst, deinen Neubeginn zu gehen. Ich wünsche dir für deinen Neuanfang alles, alles erdenklich Gute, Glück und Mut und Vertrauen, weil ich der Meinung bin,
In einem Neuanfang lernen wir so viel übers Leben, wir entwickeln uns viel schneller weiter, wir lernen viel über uns selber und das ist doch etwas vom Wichtigsten, was man tun kann in diesem Leben. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute und sag mal ciao. Bis bald, dein Anjali. Tschüss.